Das war es, das Abschlusstraining des SV Werder Bremen vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Ich kann euch was sagen, es kribbelt, es knistert. Irgendwie hat man das Gefühl, dass alle richtig gut drauf sind hier. Vielleicht liegt es aber allerdings auch an der Sonne. Da macht es natürlich Spaß, obwohl es auch ganz schön kalt ist. Aber irgendwie ist doch so eine Vorfreude zu spüren. Borussia Dortmund, wer erinnert sich nicht ans Hinspiel? Na gut, Ole Werner nicht so gerne. Der hat das irgendwie schon abgehakt, der will das nicht zu groß werden lassen. Diese fulminante Aufholjagd haben wir alle noch im Kopf. Als der Schotte mit dem Bart am Ende noch das 3:2 machte, der ist aber nicht mehr da. Aber alle anderen hatte ich schon das Gefühl, als wenn die richtig Bock auf dieses Spiel haben. Haben sie natürlich immer. Klar könnte man sagen, warum jetzt dieses Spiel mehr. Nee, aber ich glaube, Dortmund, das kribbelt noch ein bisschen mehr. Absolute Top-Mannschaft. Total im Flow in diesem Jahr. Jetzt auch im Pokal in Bochum sich durchgekämpft. Das wird ein ganz hartes Ding für den SV Werder Bremen. Und wie sind die personellen Voraussetzungen dafür? Gut, würde ich sagen. Denn es fehlt nur Felix Agu. Der fällt ja schon länger aus. Und Manuel Mbom hat wieder Wadenprobleme, fällt also erneut aus, war ja zuletzt damit schon ausgefallen. Aber ansonsten alle an Bord, natürlich der Kapitän nicht. Marco Friedl, gelb gesperrt, muss ersetzt werden. Und da tippen wir nicht nur drauf, sondern da sind wir uns eigentlich ziemlich sicher. Miloš Veljković, kleiner Hinweis, der verteidigte heute auch als linker Innenverteidiger. Hätte er nicht tun müssen, macht man aber, um sich ein bisschen warm zu spielen auf der Seite. Ist ja nicht seine starke Seite, ist ja ein Rechtsfuß. Aber gut, wird er da spielen müssen. Was haben wir sonst noch in der Aufstellung? Mit Schweizer kehrt zurück nach seiner Gelbsperre. Dafür müsste Leo Bittencourt eigentlich auf die Bank, aber das wird er nicht. Der ist ja so heiß wie Frittenfett immer und das ist emotionaler Spieler, den nimmst du dir nicht weg für so ein Spiel, gerade nicht gegen den BVB. Deswegen wird wahrscheinlich Niklas Schmidt, der eigentlich gut gespielt hat gegen Stuttgart, auch von der Achterposition auf die Bank rücken, glaube ich zumindest. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet, was ihr machen würdet. Würdet ihr Niklas Schmidt drauflassen, würdet ihr Leo Bittencourt runterpacken? Schwierig zu sagen, aber ja, und vorne brauchen wir nicht. Achso, Jens Day natürlich als Achter gesetzt nach seinen starken Leistungen zuletzt, genauso wie Christian Groß als Sechser. Und vorne im Angriff müssen wir nicht reden, Niklas Füllkrug und Marvin Ducksch, besonderes Spiel für ihn gegen seinen alten Club, da wo er herkommt, da wo er groß geworden ist. Oh, da ist auch ganz schön viel Herz mit dabei. Ja, und viel Herz ist bei den Werder-Fans auch gerade mit dabei, denn es geht um das Thema, um das heikle Thema Hauptsponsor. Werder hat es bekannt gegeben, Trennung von Wiesenhof, zumindest auf der Brust. Wiesenhof, die PAW-Gruppe, ist nur noch Topsponsor ab der nächsten Saison. 11 Jahre lang waren sie Hauptsponsor. Und was gab es für Diskussionen, dass ein Geflügelproduzent doch kein Hauptsponsor beim SV Werder Bremen sein darf? 11 Jahre war das. Einige haben sich keine Trikots deswegen gekauft. Jetzt kommt Mattei, Bauunternehmen aus Verden an der Aller, nicht weit von hier. Also wieder ein regionales Unternehmen, das wünscht man sich ja. Und wir haben mal die Fans gefragt, haben auch eine Umfrage gemacht. Seht ihr nachher in der Deichstube. Ein Fan zeigen wir euch mal eben. Ich finde das ganz gut, dass wir nicht mehr bei Wiesenhof sind. Schließlich ist Wiesenhof nicht unbedingt ein Unternehmen, wo alle von begeistert waren. Ich finde es gut, dass der neue Hauptsponsor ein regionaler Sponsor ist, der nicht so negativ in den Schlagzeilen ist. Ich bin damit ganz einverstanden. Das war ja auch eine Werder-Woche mit 1000 Nachrichten gefühlt. Also Johannes Jahns, der Sportkoordinator von Red Bull Salzburg, kommt zum SV Werder Bremen als Kaderplaner. Und da haben viele aufgeschrien, endlich ein Kaderplaner. Aber Clemens Fritz war ja zuletzt der Kaderplaner. Deswegen schon ein bisschen komisch, dass er diesen Posten jetzt wieder aufgibt, wo er sich richtig eingearbeitet. Andererseits soll er zum Nachfolger von Frank Baumann als Geschäftsführer aufgebaut werden und übernimmt da mehr Verantwortung. Also auch eine spannende Personalie. Und dann hat der Aufsichtsrat gesagt, nee, Klaus Fibri, unser Werder-Boss, so nennen wir ihn, er ist der Vorsitzende der Geschäftsführung, soll auch bleiben, Vertrag verlängert. Er wollte das auch und ich finde sehr spannend, wie er auch erklärt hat, warum er selbst da weitergemacht hat. Denn er hatte so ein bisschen Zweifel, ob er noch die Energie dafür hat. Kam die WM-Pause, hat er genutzt, um die Batterien aufzutanken und jetzt bleibt er dabei. Also es geht auch eigentlich gar nicht anders. Wäre ein ganz schlechtes Zeichen gewesen, wenn der Boss jetzt von der Brücke gehen würde, weil man sucht einen Investor. Das wurde nochmal ganz klar jetzt betont. Auch vom Aufsichtsrat Marco Fuchs und Dirk Wintermann haben uns da Rede und Antwort gestanden. Die haben gesagt, ja, wir suchen einen Investor, brauchen wir auch. Und wenn man da den wichtigsten Mann wegschickt, wäre das ein schlechtes Signal nach außen gewesen. Man ist da schon sehr, sehr weit. Aber komm, zurück zu Borussia Dortmund. Das wird ein richtiges Fußballfest. Da bin ich mir ganz sicher, weil es kribbelt, habe ich euch schon gesagt. Und deswegen, ich freue mich riesig darauf, am Samstag im Wohninvest-Weser-Stadion dabei zu sein. Ihr hoffentlich auch, wenn ihr es nicht live vor Ort verfolgen könnt oder im Fernsehen oder meinetwegen auch parallel. Deichstube hat einen Live-Ticker für euch parat und alle anderen Infos findet ihr auch dazu. Also bis dahin, wir schreiben jetzt noch ganz viel auf. Ciao!